auch. Und ich will euch ja bloß die Wartezeit nehmen. Also eigentlich ist das ja völlig legitim. Falls man die Seele des Riesenwurmes denn findet, kann man das ja durchaus auch im realen Spiel machen. Da hindert einem ja keinen dran. Das mit der Wartezeit muss dann aber jeder mit sich selbst ausmachen. Ey, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder wie? Doch, klar. Muss halt auch. So, jetzt muss ich aber... Ja, toll. Wieder auf Skula umschalten. So, und hier, glaube ich, war auch noch was. Wenn ich hier lang gehe. Oder? Sterb, sterb. Sterb. Stirb. Ja, hier ist nämlich eine einschlagbare Wand. Und hier hinter ist das mächtigste Schwert im... Naja, das fast mächtigste Schwert im Spiel, nämlich Claim Solaris. Es ist einfach wunderschön und mächtig. Super, mega mächtig. Schwert mit einer funkelnden Klinge. 163 Angriff, 75 Defensive, 61 Kon und 60 Initiative. Es ist einfach geil und es sieht auch noch episch aus. Ich fasse es nicht. Es ist das geilste Schwert, was ich je gesehen habe. Und das geilste Schwert, was in diesem Spiel gibt. Es ist einfach wunderschön. Frage ist jetzt natürlich, kann ich da trotzdem noch irgendwie hoch? Komm her, du Apie! Ich mache einen Einschlagplatz. ja, okay. Keine Chance gegen mich. Jetzt kann ich übrigens wieder umschalten auf Flugrüstung. Dankeschön. Und hopp. Jetzt mache ich alles mit einem oder zwei oder drei Schlägen nieder. Dich auch. Dich auch. Dich auch. Dich sowieso. Scheiß Giftwurm. Und dich. 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 Hahaha. Ich bin einfach unschlagbar. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ha! Du blöder Gargoyle, was willst du tun? Das hat dazu noch eine unglaubliche Reichweite. Das heißt, egal wer was von mir will, er kriegt seine Packung. Garantiert. So, und hier können wir gleich mal den Durchgang zum verbotenen Bereich öffnen. Und hier, von hier aus würden wir dann halt in ein anderes Gebiet kommen. Ich weiß gar nicht mehr, weiß ich eins. Oh, hier ist altes Buch 1. Ja, die alten Bücher brauchen wir. Für den Endgegner. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal weiter. Blöder Schlammern. Verschwinde. Verschwinde. Blöde Katze. So nutzlos. Du Bärjauger. Die. Haha, denkst du, du kannst mich besiegen? Das kannst du nicht. Blöde Dryaden. Ich mach euch fertig. Okay, jetzt ist es Zeit für den Endboss dieses Levels. Der dürfte sich ja nicht als Problem erweisen. Was da oben ist, werdet ihr später noch sehen. Da kommen wir im Moment noch nicht hin. Warum habe ich gerade meine Special-Attacke für den schwachen Giftwurm eingesetzt? Ich weiß es nicht. Aber ist ja auch egal. So. Übrigens hier hinten sehr schön. Die Skelette an der Wand und alles. Finde ich sehr nett. Also auch, dass er an die Hintergrund... Deko und alle sowas gedacht haben. Dass es nicht so farblos oder einfach nur so langweilig aussieht. Sehr sympathisch ist mir das. Und da war gerade eine Sternschnuppe oder was war das nochmal? Irgendein Sternfisch oder sowas in der Art. Ich hatte es mal irgendwo gelesen. Ich weiß auch, wie man die Viecher fängt. Allerdings weiß ich den genauen Namen nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Scheiß Giftwurm. Stirb, Triton. Stirb. Stirb, Mann. Ich bin ein Badass Motherfucker. Motherfucker. Zack, zack, zack. So, weiter geht's. Und jetzt wieder runter hier. Kein Problem. Und mit diesem riesigen, mächtigen Schwert wird der Endgegner gar kein Problem sein.
Da ich aber die Seele von diesem alten Mann haben will, werde ich noch ein bisschen die alten Männer hier farmen. Oder kann ich auch die von dem Flammendämon nehmen? Flammendämon? Ja, müsste auch gehen. Müsste eigentlich auch gehen. So, dann machen wir uns mal auf. Diese, weißen Gestalten, die ihr gleich sehen werdet, die hier aus den Gräbern kommen. Aua, sagt es nicht. Die tun uns nichts, also wir können an denen vorbeilaufen einfach. Die sind friedlich. Auf Riesenwurm umschalten. Können wir auch nicht erschlagen. Die sind quasi Immortal Objects. Und jetzt können wir erstmal speichern, das ist sehr nice. Denn für diesen Gegner könnte es sein, dass wir mehr als einen Anlauf brauchen. Was willst du denn? Sag. Du? Hä? Hä? Was willst du? Mach stark erhalten. So, gibt's hier noch was? Hä? Was willst du? Hä? Hä? Was? Hä? Was? Was? Hä? Was? Hä? Hä? Was? Geld. Dankeschön. Oh, Flügelrüstung. Ah ja, für den rüste ich mal lieber. Ah ne, nicht das, sondern den. Ah, nehmen wir ruhig mal den hier. Das könnte uns vielleicht helfen beim Gegner. Schauen wir einfach mal. Uns wird da schon was Lustiges einfallen. So, und ich werde, bevor ich reingehe, mal schnell speichern. Wir sehen uns gleich. So, dann schauen wir doch mal, wo die ganzen Geister hingehen. Ja. Dahin offensichtlich. Was passiert hier? Oh mein Gott, was ist das? Oh, sie werden zermanscht. Oh mein Gott, es ist Legion. Und ich muss abhauen. Ich muss abhauen, ich muss abhauen, ich muss abhauen. Ich muss mal schnell hier lang. Ich muss hier lang, ich muss hier lang, ich muss hier lang. Aua. Zack. Komm runter, Legion. Ich werde dich pulverisieren. Aua, das hat wehgetan. Legion, du Arschloch. Und auf die andere Seite schön hin und her laufen. Das ist eine ideale Strategie für Legion. Na komm her, Kleiner. Gleich nochmal? Ja, schlagen sowieso. Und abhauen, abhauen, abhauen. Ich gehe wieder auf die andere Seite und runter. So. Ja, wie gesagt, mit diesem langen Schwert, ultra awesome Schwert. Abschlagen, schlagen, schlagen. Ist das hier alles gar kein Problem? Es ist natürlich noch cooler, wenn uns ein bisschen Nervennahrung zur Verfügung steht. Weil damit können wir ihn noch schneller besiegen. Beziehungsweise töten. Ja, tut mir leid, ich bin ein Naruto RTL 2 Kind gewesen. Mir ist Besiegen so im Kopf geblieben. Leider. Jaha, wir haben seinen Kern freigelegt. Zumindest zum Teil. Es wäre keine gute Idee, hier stehen zu bleiben. Es wäre eine bessere Idee, abzuhauen. Aber wir haben ihn schon so gut wie besiegt eigentlich. Ja, wir haben ihn besiegt. Das war's. Level up! Und Legion halten. Feuert eine Reihe von Lasern ab. Und den Orb. Sehr nett. Dann können wir doch mal gleich Legions Ding ausrüsten. Das sieht dann so aus. Zack, boom. Sehr schön. So, ich speichere schnell und bin gleich da. Weiter geht's. Ein Sarg. Ein kaputter Sarg. So, hier geht's noch weiter. Nach da. Oh, Flugmänner. 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 Oder, nee, Reaper sind das ja. Oder Ripper. Es sind Ripper. Der Ripper des Verderbens. Stirb. 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 Hä? Wie lebt der noch? Frechheit! Und da ist. Der Boom. Galamoth, die Orte erkennen, an denen die Zeit angehalten ist. Ja,
Damit können wir die Orte erkennen, an denen die Zeit angehalten ist. Was uns das genau bringt, ich habe keine Ahnung, aber irgendwas wird uns das schon bringen. Vielleicht bringt uns... Ah ja, richtig, wir können jetzt an dem Kaninchen vorbei. Habe ich mir denn überhaupt gemerkt, wo das Kaninchen war? Ich glaube schon. Ja, habe ich. Habe ich. Müsste ich haben. Da ungefähr. Da irgendwo in der Nähe. Was willst du denn, kleiner Teufel? Sind ich mir der echte? Eine Chance gegen mich, Alter. Noch mehr auf das Maul kassieren. Oh, du wohl. Scheiß Flammendämon. Ist auch keine Chance. Ein Ring. Ein Goldring. Damit lassen die Gegner, soweit ich weiß, mehr Seelen fallen. Steckt auch unsere Verteidigung, aber senkt leider unser Glück. Deswegen wird es nicht ausgerüstet werden. Tut mir sorry. Aber der Goldring bleibt draußen. Ich will ja die Seelen haben. Zack. Und einen starken Tank erfunden. Sehr schön. So, wo muss ich denn jetzt noch lang? Da habe ich alles erforscht, da habe ich alles. Da oben müsste ich noch lang. Dann gehen wir doch gleich mal da lang. Legion ist tot. Das war jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Ich hatte ihn mir schwerer in Erinnerung. Aber er war ja nicht besonders schwer. Kann ich ihn nochmal. Ach was, nee. Vielleicht ermord ich mich nochmal. Du Sack, hast mir nicht deine Seele gegeben. Hätte ich so schön gebrauchen können. Für Legion. Sehe mich richtig gut, die Seele von dem Kollegen. Oh, leck mich fett, du scheiß Pflanze. Denn die schießt. Ne, die macht quasi die gleiche Attacke, die das macht. Also quasi, komm. Genau die hier. Du hast halt in etwas größere Ausführung. Und das wäre halt ziemlich nice. War das hier? Ja, das war hier. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Der Gargoyle. Erinnert ihr euch noch an diese komische Gargoyle-Serie? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, aber irgendwas mit Gargoyles, was auch. Ich glaube, sie hieß sogar Gargoyles. Wie Gargoyles oder so. Irgendwas in der Richtung. Geil. Irgendwie was cool. Ah ja, die Arena. Ich erinnere mich. Hier ging es jetzt weiter. Das wird lustig. Level up! Zack, zack. Und die Skelette hier könnten zu einem echten Problem werden, wenn ich nicht dieses mächtige Schwert hätte. Denn die haben ziemlich gute Verteidigung und die können so scheiß Laser schießen. Ich wollte einen tödlichen Laserstrahler. Davon haben wir jetzt schon eine andere Version. Das heißt, wir brauchen die Version des Skelettes nicht mehr. Und die Viecher, an die erinnern wir uns ja noch. Die sind ja auch nicht besonders nett. Und die Seele von dem komischen Teppich brauche ich. Bis später. Da gibt es nämlich einen Gegner, der auf normalem Wege kaum zu besiegen ist. Und da brauchen wir die besondere Fähigkeit dieses Teppichs. Gab's hier? Ach ja, hier war ein Teleporter. Aua! Ich hab ganz vergessen, dass der eine gute Verteidigung hat. I'm sorry. Was war denn das nochmal für ein Raum? Sterbt, sterbt, sterbt. So, auch du scheiß Gargoyle. Ich muss hier hoch. Danke, bitte, danke. Bitte, danke, bitte, danke. Bitte, danke. Und hier rein. Was gab es hier Schönes? Ach, roten Minotaurus. Zack. Und schwingt eine übergroße Axt. Roter Minotaurus. Auch gleich mal ausrüsten.